So, meine Lieben, weiter geht's mit Reihe 13. Wir machen erstmal zwei Luftmaschen, drehen das Ganze und häkeln jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Als nächstes brauchen wir jetzt 6 Karos. Eins. Zwei. Drei. Fünf, und die 6. Wir machen jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen 5 Karos. 1. 2. 3. Vier, fünf . Die hier wird jetzt umhäkelt. Moment. Eins, zwei, drei und ein Stäbchen in das Stäbchen. Jetzt kommen wieder 5 Karos. 1. 2. 3. 4, 5, Stäbchen auf Stäbchen. Vier. Jetzt kommen wieder 5 Karos. 1. 2. 3. 4, 5, umhäkeln, 1, 2, 3, Stäbchen auf Stäbchen. Jetzt kommen wieder 5 Karos.
2.5, Stäbchen auf Stäbchen, 6 Karos. 5 und die 6. Nun auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, Reihe 14. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen. Drehen das Ganze. Stäbchen auf Stäbchen. 7 Karos. 1. 2. 3. 4, 5 6 Hier überspringen wir alle. 7 Und die nächste wird wieder mit 3 Stäbchen umhäkelt. 1, 2, 3, ein Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt brauchen wir 3 Karos. 1, 2, 3, das hier wieder umhäkeln, 1 Stäbchen auf das Stäbchen, 1 Karo. 1 Nächste wieder umhäkeln. 3 Karos.
umhäkelt. Ein Karo. Umhäkelt. Drei Karos. Eins. Zwei. Und die drei umhäkelt. Ein Karo. Umhäkelt. Drei Karos. Umhäkelt. Und dann wieder sieben Karos. Eins, zwei, drei. Und Stäbchen. Karo Nummer 1, 1, 2, 3, Karo Nummer 2, 6, 7 und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. So, wir sind jetzt so weit. Sieht man, wie es lang geht. So, Reihe 15. Wir machen in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen 8 Karos. Drei,
4. Fünf, sechs, sieben. Und die 8. So, die Luftmaschenkette umhäkeln wir jetzt wieder mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Ein Karo. Die wird wieder umhäkelt. Jetzt 3 Karos. 1. Und die 3 umhäkeln. Ein Karo. Umhäkelt. Drei Karos. Eins, zwei, drei. Umhäkelt. Ein Karo. Umhäkelt. Drei Karos. Umhäkelt. Ein Karo. Umhäkelt. Und jetzt 8 offene.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Na, was ist denn nur heute los? Sieben. Und die acht. So vier Stäbchen. Eins. Zwei. Und die vier. Zwei Luftmaschen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Reihe 16. Wir beginnen sie mit zwei Luftmaschen und Wenden. Jetzt kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Dann machen wir 9 offene Gitter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, und jetzt hier alle Stäbchen überspringen und in das letzte unser Gitter 9. Diese Luftmaschenkette umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Jetzt kommen 5 offene. 1, zwei, drei, vier, fünf. Die Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Na, bleibt hier. So. Und ein Stäbchen in das erste. Ist auch wieder geschafft.
So, jetzt kommen wieder 5 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Na komm, geh rein. 5. Das umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. 1. 2. 3. Und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. So, jetzt wieder 5 offene. 1, 2, 3, 4, 5. Das umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. 2, 3 und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Ja, und jetzt haben wir die Runde schon fast geschafft. Jetzt kommen noch mal 9 offene. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Ja, und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen, also insgesamt nochmal 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen und schauen uns gleich die Reihe noch einmal an von eben. Reihe 17. Wir beginnen wieder mit unseren Stäbchen. 8 offene Gitter. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
und die 8. Nun umhäkeln wir diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Nun kommt ein offenes Gitter. Und das nächste umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das erste. So, jetzt haben wir geschlossen, offen, geschlossen. Jetzt kommen wieder 3 offene. Eins. Jetzt ein geschlossenes, das heißt, wir umhäkeln wieder. Und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Ein offenes. Ein geschlossenes. Und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. So, jetzt wieder 3 offene. Eins. Zwei. Drei. Ein geschlossenes. Ups, bleib hier. Ein offenes. Ein geschlossenes. So sieht es jetzt aus erstmal. Hier haben wir die 8 offenen, geschlossen, offen, geschlossen, 3 offen, geschlossen, offen, geschlossen, 3 offen, geschlossen, offen, geschlossen. Jetzt haben wir die Reihe auch schon wieder fast geschafft. 3 offene. Eins. Zwei, drei, ein geschlossenes ein offenes. Ein geschlossenes. Und jetzt kommen 8 offene. Ja, und damit ist die Reihe eigentlich auch schon rum, weil dann brauchen wir nur noch den Rand. Vier, fünf,
nichts. Sieben. Und die acht. Und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also insgesamt noch einmal vier Stäbchen. Zwei. Die drei. Und die vier. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Wir sind damit in Reihe 18. So, Reihe 18 beginnen wir wieder mit unseren Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen 7 offene. 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die 7. Jetzt kommt ein geschlossenes. Also umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. 3 offene. 1, 2, 3, 1 geschlossenes, 1, 2 und das dritte Stäbchen. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, ein offenes. Ein geschlossenes. Drei offene, eins, zwei und die drei. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Wir haben jetzt hier die 7 offenen. Geschlossen, 3 offen, geschlossen, offen, geschlossen, 3 offen. Jetzt brauchen wir wieder ein geschlossenes. Ein offenes, ein geschlossenes, drei offene. Ein
1. Zwei, drei, eingeschlossenes, ein offenes. Nicht alle Fäden erwischt. So, jetzt aber. Eingeschlossenes. Jetzt wieder drei offene. Eins. Zwei, drei, eingeschlossenes. Und jetzt wieder sieben offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs und die sieben. Und jetzt wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins, zwei, drei und die vier. So, sehr schön. Haben wir die Reihe auch geschafft? So sieht das Ganze jetzt aus. Gut, meine Lieben, damit haben wir Reihe 18 auch beendet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal ab Reihe 19. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.